Deine Drohne ist kaputt. Oh, ja, schmeiß mit dem teuren Zeug hier rum. Was meinst? Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze und der Lutze. Wie immer, montags, heute ein bisschen später, ich weiß gar nicht, ob wir so viel später sind. Aber wir sind eine Stunde später. Sind wir nicht? Ja, der Frühling hatte uns erreicht, das hat man ganz vergessen und seitdem stimmt das mit der Uhrzeit nicht mehr. Genau, deswegen machen wir heute auch eine richtig lange Sendung, weil wir haben gesagt, wenn schon die Uhr komplett durchdreht und wir mit, dann machen wir heute auch die Sendung extra lang. Also ich finde nicht, dass wir durchdrehen. Ich finde das nicht. Das, Selbsteinsicht wäre der erste Weg zur Besserung. Und da hapert es bei uns leider. Ich hoffe, ihr habt gut ausgeschlafen, trotz der Stunde, die uns gestohlen wurde. Nö. Aber das Dank, wir sind länger hell. Die Sonne scheint draußen. Scheint mir die Sonne auf dem Susi und so weiter. Okay. Hintern. Fünf Jahre Borkheide News TV. Verrückt, wie wir sind, haben wir das durchgezogen. Und wir haben nicht eine Woche ausgelassen. Nicht eine einzige in 5 Jahren. Wenn du nicht da warst, habe ich alleine gemacht. Dann habe ich aber immer noch ein Unterwegs-Video geschickt. Hast du immer noch was geschickt? 5 Jahre und seit einem Jahr. Wie bescheuert muss man eigentlich sein? Und seit einem Jahr ziehen wir das hier im Gefängnis durch. Mit Quarantäne. So ungefähr. Oh. Sag ich euch. Ja, hat uns trotzdem Spaß gemacht und vielen Dank für eure Wünsche, die über Instagram und Facebook reingekommen sind. Ich wollte ja auch aufhören, aber der zwingt mich. Du kannst nicht aufhören. Gegen meinen Willen. Ich kann doch das dunkle Bier gegen nicht trinken. Gegen meinen Willen. Was du immer trinkst. Mit Schwarzbier zwingt er mich. Ich nicht trinke heute übrigens ein Prosecco. Auf den 5. trinken wir den heute. Wir feiern so richtig. Wir lassen heute die Sau raus, Party, tralala, alles, was ich gehört. Und wir hätten ja gerne mit euch gefeiert, aber das dürfen wir nicht. Obwohl wir wollen. Schön ausgeführt im Wortlaut. Genau. Genau. Und leider dürfen wir das ja nicht. Und weil wir ja gerade so 5 Jahre Geburtstag haben, haben wir natürlich auch diesmal Grüße. Die Grüße der Woche. Der Gruß der Woche, der ging an uns. Der ging an uns, genau. Den können wir so gar nicht senden, aber der ist hier reingekommen. Also das kam jetzt so als Post an bei uns, in Anführungsstrichen. Also per WhatsApp-Mail. Aus Ohio. Ja, genau. Aus den USA. Lieber Marcel, vielen Dank für deine Unterstützung. Wir haben uns natürlich riesig gefreut, ausgerechnet aus Ohio Unterstützung für unseren Kanal zu kriegen. Und wir denken natürlich auch an dich, wenn wir hier von hier aus senden. Ich hoffe, bei euch scheint auch die Sonne so wie bei uns. Ja, er fährt ja auch mit dem Wohnwagen durch die Gegend. Gucken wir mal. Ist ja ein Camper, genau wie ich. Aber ich glaube, dein Wohnwagen sieht ein bisschen besser aus als meiner. Also habe ich schon mal so einen Blick drauf geworfen. Du musst doch mal neu rollen, das Ding. Naja. Ja. Vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung und für deine Grüße. Und wir freuen uns, dass du uns schön die Stange hältst hier. Na? Kannst ja nächste Woche mal einen Wetterbericht senden, wie das Wetter bei dir ist. Schickst du mal kurz einen Videoschnipsel rüber. Nehmen wir hier gerne mit rein. Jo. Das Wetter aus Ohio. So, dann haben wir natürlich auch noch von woanders Post gekriegt. Und zwar von der Heidi. Barucki. Von den Fireflies. Und die hat uns mitgeteilt, nichts ist so alt wie die Nachricht von gestern. Es geht wieder los. Ja, es geht wieder los. Nicht mehr. Und zwar, das Kindertraining hatte wieder stattgefunden. Die Poi Kids haben sich getroffen, waren hochmotiviert, haben Reifen, Stuff etc. geschwungen. Ihr seht hier auch ein kleines Video, was wir geschickt gekriegt haben. Für die Qualität lässt Heidi sich entschuldigen. Sie ist halt keine Kamerafrau, sondern Lehrerin. Ja, ist alles gut. Ja, passt schon. Ich bin Handy filmen, sieht es genauso aus. Genau. Und nachdem sie uns das geschickt hatte, war die ganze Geschichte schon wieder hinfällig. Haben wir die 100 überritten. Ja. Ja. Wie war das? In die Schule dürfen sie alle gehen, aber nachmittags sich nicht treffen. Und dann kam natürlich die Post von BSV 90, die mitteilte, dass sportliche Aktivität nur noch mit maximal 2 Personen also wir könnten, draußen möglich ist. Wir könnten jetzt noch. Aber wir, Sport machen? Nee. Ja, du gehst doch joggen, habe ich gehört, jetzt seit neuestem. Ja, ja, ja. Ich habe ja ein Vorbild hier. Du hast dich abgeguckt und ja, Matze, die macht jetzt Sport. Ja, alles manchmal. Alles wie früher. Also jetzt gerade nicht, aber. Nee, heute Abend noch. Heute Abend noch. Jo, aber ihr habt ja Bild gesehen und Video und das tut mir jetzt leid für die Poi Kids, dass wir wieder nicht weitermachen dürfen. Es ist halt also nicht ganz so einfach. So, Matze, und du hast auch was gekriegt? Ja, ich habe nicht direkt Post gekriegt, aber doch, die Ines Renner hat mir was geschickt. Danke, Ines, für die Information aus der Zeitung. Die Telekom hat ja beschlossen, oder der Landkreis hat beschlossen, Glasfaserausbau zu forcieren, auch für Borkheide.
Wie genau das passieren sollte, habe ich bisher auch nicht mitgekriegt. Aber es gibt Grundstücke, die dürfen Glasfaser bekommen. Also alle, die keinen 100, 250 Megabit Anschluss mit Kupfer haben, sind berechtigt für einen Glasfaseranschluss. Nun hat die Telekom aber etwas versäumt, und zwar bei den Leuten nachzufragen, ob man Glasfaseranschluss für schnelles Internet haben will. Deswegen weiß die Telekom gar nicht genau, wer in Brockheide denn wirklich noch schnelles Internet nötig hat. Und deswegen gibt es eine Internetseite, die schimpft sich genau, telekom.de/glasfaser-beauftragung. Ja, Lütze, ja. Der redet mir rein, aber ich blende es hier nochmal ein, dann versteht man auch, was wir hier gesagt haben. Ich merke nicht, wenn du mir wieder reinredest. Telekom.de glasfaser-beauftragung, ein Slash in der Mitte. Genau, und da kann man das beauftragen. Da kann man das Adresse kostenlos eingeben. Ja, genau. Das zumindest das Eintragen ist kostenlos. Also ich glaube, das Beauftragen ist auch kostenlos. Ich glaube auch, das Installieren ist es auch kostenlos. Naja, zumindest kostet der Dienst am Ende natürlich Geld und vielleicht auch der einen Dienst Euro später. Mehr als ja. Ein Kupferanschluss. Ja. Aber zumindest wäre bis jetzt noch die kein Installation Stress. Kostet aber kein Geld. Oder kostet die Geld? Ich möchte jetzt dazu nichts sagen. Ich weiß es nicht. Okay. Dann muss jeder wir sich selber. Wir halten uns wegen Fake News jetzt nein, raus. Nein, auf der Seite der Telekom wird man sicher alles zu lesen bekommen. Mhm. So, das war nämlich das Thema. Gut, und da du Langeweile hattest, warst du auch am Samstag unterwegs? Ich war Samstag mal unterwegs. Ich habe dir nicht Bescheid gesagt. Du hast mir nicht Bescheid gesagt? Nee, du redest immer dazwischen. Deswegen ja. Warte ich mal einfach so. Ich? Draußen guckt euch meine Videos an übrigens. Ja, ja, ja daneben geredet. So, jetzt. Meine Ruhe haben beim Film. Thema Waldkleeblatt. Ganz kurz, seit 2014 ist es erfolgreich verhindert worden, dank vieler finanzieller Hilfe, dass hier der Wald um uns herum noch steht und noch keine Windräder den Wald ersetzt haben. Weil Wald ist CO2-Speicher. Windrad kann man auch aufs Feld setzen, muss man keinen Wald für fällen. Das Thema ist hinlänglich bekannt und die Meinung in der Gegend dazu. Und die Aktion, Spendenaktion in 2021 läuft jetzt an. Und hier ein kleiner Bericht vom Samstagmorgen 9:30 in Brockheide. Vielen Dank, Eckbert, Andreas, dass ihr heute hier seid. Die Ortsbürgermeisterin von Fichtenwalde, meines Erachtens ist entschuldigt. Herrn Knut hatte ich mit eingeladen. Das sind ja dann so die vier Gemeinden, die sich ganz aktiv für die Erhaltung unserer Wälder einsetzen. Wir sind ja heute hier, um eine Spendenaktion zu starten. Wir haben Flyer in den Orten verteilt. Wir kämpfen gemeinsam jetzt hier seit 2014 gegen die Abholzung der Wälder zwischen Borgwalde, Borgheide, Reesdorf, Fichtenwalde. Bisher erfolgreich mit einem kleinen Wermutstropfen. Wer unseren Flyer schon gelesen hat, kennt das ja, dass es zwei Gerichtsentscheidungen gibt vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Eine negative. Eine positive, da geht es am Ende um die Wegerechte, wenn ich als Privatbesitzer ein Wegerecht verweigere, darf der andere nicht über mein Grundstück drüber. Das heißt, die Erschließung dieses Windparks ist dann nicht gesichert, also die kommen nicht ran, die können nicht bauen. Wir sind ja zurzeit immer noch auf der Ebene der Erschließung, die ganzen umweltrechtlichen Fragen, die wir, also gemeinsam auch mit den beiden Gemeinden, die dürfen bloß leider nicht klagen. Die Stadt Beles hat Klagerecht und wir als Verein. Die umweltrechtlichen Fragen, Fledermäuse, Brandschutz und so weiter sind noch gar nicht behandelt worden. Zurzeit ging es eben nur um die Wegerechte. Solche Prozesse, wissen wir alle, kosten sehr viel Geld. Wir haben vor 2 Jahren schon mal so eine recht erfolgreiche Spendenaktion hier gemacht und haben da in unseren 3 Gemeinden, also ich rechne jetzt mal Fichtenwalde mit als Gemeinde, ca. 15.000 Euro eingesammelt. Und wir möchten eigentlich mit der heutigen Aktion das Gleiche machen, aber nicht so einfach, so nach dem Motto, wir verteilen jetzt bloß mal Flyer, sondern es kam dann die Idee, zeigen wir doch mal den Menschen, wie groß eigentlich so eine Fläche eines Windrades ist. So, und da hat sich Bürgermeister Kreibig und unser Bürgermeister Knut zur Verfügung gestellt und ein privater Waldbesitzer Flächen zur Verfügung zu stellen. Das sind jetzt nicht die Originalstandorte, darum geht es auch gar nicht. Sondern es sind Flächen, die wir gesucht haben, die relativ dicht an unseren Orten dran sind.
Also unten an der B, was ist es, 56, also das Gelände von Herrn Rotstock, oben am Adlerhorst, also praktisch gedacht hinter dem Fliegerhain, und bei uns im Fichtenwalde, im Erholungswald, wo wir Flächen abstecken, 100 mal 100 Meter. Dort hängen schon Plakate, Schleifchen anbinden, was dann unsere, wir haben ja vor 2 Jahren mal so eine Trauerschleifenaktion gemacht im Dresdorfer Forst, was praktisch diese Idee wieder aufnehmen soll. Also wir wollen zeigen, wie viel Wald alleine durch ein Windrad gefällt wird. Habe ich genug geredet, bedanke mich, wie gesagt, nochmal, also bei den Teilnehmern, bei den Kollegen Bürgermeistern, natürlich bei unseren, also ganz viele Leute, die das im Hintergrund vorbereitet haben. Ja, und ich gehe davon aus, dass unsere Aktion wieder ein Erfolg wird. Bin schön. Danke. Ja, wir wären der Gründung, damals der Bürgerinitiative, die Gemeinde Baukeiler war bisher immer aktiv, hat euch unterstützt und dem Möglichkeiten werden wir das sicherlich auch weiter tun, spreche ich jetzt mal für mich, aber ich kann natürlich, wie gesagt, nur für mich alleine sprechen und nicht für die gesamte Gemeindevertretung. Und ja, wenn man das sieht, man kann es auch sehen, direkt sehen, wenn man mal die Umleitung fährt von Brück über Linte in Richtung Haseloch, um nach Bad Belzig zu kommen, sieht man, da sind ja Windräder im Wald gebaut worden und da kann man mal sehen, wie viel Fläche vor allen Dingen versiegelt wird. Das ist eigentlich so, ja, gigantisch, sagen wir mal so. Und wie viel Fläche gebraucht wird für ein Windrad, kann sich da schon jeder angucken. Vor allen Dingen ein großes Thema für unsere beiden Gemeinden ist ja am Ende des Tages der Brandschutz, der ja scheinbar gesichert ist, aber für mich scheinbar eben auch nicht, weil wir wissen ja alle, Wasser ist gerade mal ein bisschen knapp geworden in den letzten Jahren. Und wenn man überlegt, welche Brunnen da gebohrt werden müssen oder gebaut werden müssen, ist es... Danke. Ich möchte mich auch einfach nur solidarisch dazu erklären. Und ja, so wie Andrea schon sagte, macht weiter so und ich unterstütze die Sachen mit. Ja, das ist ganz schön heftig, wie groß so eine Fläche für so ein Windrad ist, ne? Ja. Da kannst du ein paar Häuser drauf bauen. Ja. Aber Wald sollte Wald bleiben. Ja, wir schauen mal, ob das so funktioniert, dass man das noch verhindern kann. Also eigentlich muss ich ja sagen, bin ich ein bisschen skeptisch. Egal. Es gibt schon Leute, die gespendet haben, meine Frau auch und ich auch, also wir schon zusammen. Mhm. Auch wir machen da wieder mit. Und wenn wir es nochmal 7 Jahre verhindern können, dass diese Monster-Windräder den ganzen Wald da hinten versiegeln und die ganzen Wege quer durch die Wälder gebaut werden, dass kein Erholungswald mehr ist übrigens und man da kaum noch vernünftig spazieren kann, ohne dass einem die Dinger über den Kopf sausen und im Winter Eis werfen. Gut. Ja. So, jetzt sind wir schon fast durch für heute. Also wir können dann schon mal ankündigen, nächsten Montag ist Ostermontag, machen wir da ein Video. Da machen wir die große Ostereier-Sondersendung. Wir machen ein Ostervideo. Und da kommen wir auch nochmal auf den Wald zu sprechen, oder? Ja. Wir waren ja jetzt gerade noch kurz, bevor wir jetzt hier vor der Kamera sitzen, im Wald unterwegs. Und was wir da erlebt haben, das seht ihr am Montag? Montag. Donnerstag. Montag. 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 Okay. So, Matze, jetzt kommen wir zu dem üblichen Wetter. Na, sag schon, sag danke. Schönen Tag heute. Guck mal. Dafür kannst du nichts. Nee? Nee, hab ich bei eBay gekauft, war teuer. Hast du auch einen Namen gekauft fürs Wetter? Nee. Tja, siehst du. Das heißt Montagswetter. Montagswetter, das Montagswetter, da steht Regen, Junge. Guck mal. Stand mal Regen, das war aber 0,4 Liter pro Quadratmeter an Burgheide vorbeigetragen heute Morgen, wahrscheinlich aus Wasserdampf. Ja. Das schöne Wetter hält sich bis knapp auf den Donnerstag. Donnerstagabend Richtung Freitag gehen die Temperaturen schon wieder Richtung 10 Grad tagsüber runter. Die Nachttemperaturen kratzen wieder knapp die 0 Grad Marke. Hatten wir übrigens letztens auch nochmal, wo ich gesagt habe, kein Nachtfrost. Das war auch nochmal ziemlich frisch nachts. Aber das kann ja, kriegst nur das Bild weg. Das ist ja doch da. Das kann ja auch mal passieren, dass es nachts mal kälter wird als draußen. Mhm. Und die Sonne auch nicht scheint. Oh. Und das nächste Wochenende wird hurra, hurra, kalt. So. Laune versaut zum Ende, ja? 10 Grad, also den Rest kann man sich warm trinken. Glühwein wieder. Es wird wieder Glühweinwetter. Glühweinwetter zum. Das ist doch Ostern. Ja, ist Ostern. Na toll. Das ist doch regierungsgesteuert. Die haben doch extra zu Ostern das Wetter kalt gemacht, damit sich keiner draußen trifft. Naja, sag mal. Hast du denn gedacht?
Ja, Ostern, Leute, wir wünschen euch natürlich schöne Osternfeste und viele, viele Eier. Eine schöne kurze Arbeitswoche auch. Ne? Ja, geht aber leider nicht bis, die geht nur bis Mittwoch. Wir haben einen Feiertag verloren. Also eigentlich hat sie ja vorgehabt, das bis Donnerstag zu machen, aber sie ist nächsten Morgen nüchtern geworden und hat sich gewundert, was sie für Scheiß erzählt hat. Er hat das mal im Fernsehen geguckt, was sie überhaupt erzählt hat, wa? Kann man so annehmen, oder? Ah. Werden wir jetzt bei YouTube gesperrt wegen Fake News? Ich weiß, nein, das sind keine Fake News. Nein. In jedem ist ein bisschen Wahrheit drin. Ja. Ja, ich möchte auch nicht jetzt da irgendwo sitzen und Sachen verzapfen. Aber okay, nein. So viel zu heute. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag oder früher. Mal gucken. Wünschen euch eine schöne Woche. Genießt die Sonne, so sie da ist. Holt euch keinen Sonnenbrand gleich. Kümmert euch um euren Rasen, der muss jetzt langsam vorbereitet werden. Matze, du stellst deine Flasche weg und gehst joggen ordentlich, wie sich das gehört. Wir sehen uns wieder, wie gesagt, am nächsten Montag. Trotz Feiertag haben wir uns gesagt, wir treffen uns einfach. Wir verstehen uns ab und zu mal, einmal die Woche geht es. Ist ja schließlich ein Familienfest, da treffen wir uns. Ist ja Familienfest und mein Bruder und ich. Nicht anfassen. Okay. Tschüss sagen hier vor der Kamera der Matze und hier der Lutze und tschüss.